Die Aktienmärkte haben die beste aller Welten eingepreist, das sogenannte Goldilocks-Szenario. Also die These, die Wirtschaft bleibt robust, gleichzeitig geht die Inflation nach unten, weswegen die Fed dann die Zinsen senken kann. Aber aus diesem Wunschtraum könnte ein Albtraum werden, nämlich keine fallende Inflation, vielmehr eine weiter steigende Inflation, weswegen die Fed die Zinsen nicht senken kann, vielleicht sogar nochmal anheben muss und gleichzeitig eine schwächer werdende Wirtschaft. Und für diese schwächer werdende Wirtschaft haben wir heute sehr, sehr viele Belege bekommen und gleichzeitig Belege dafür bekommen, dass der Preisdruck weiter zunimmt. Also schwächere Wirtschaft plus latent höhere Inflation. Wie soll die Fed da die Zinsen senken, die ja bekanntlich morgen ihren Sermon abgeben wird am deutschen Feiertag oder am 1. Mai Feiertag ja in fast allen europäischen Ländern. Schauen wir uns die Gemengelage vor diesem Feiertag mal an. Und das ist wirklich ein spannendes Setup, was wir hier sehen. Es ist die Quittung, die die Amerikaner jetzt bekommen für eine Schuldenorgie, die man aufgenommen hat in der Hochkonjunktur, in eine Wirtschaft, die man überstimuliert hat, die man überhitzt hat, weswegen die Preise so deutlich gestiegen sind. Jetzt wird aus dieser Überhitzung eine Abkühlung und das große Problem ist, wenn du dann solche Schulden aufgehäuft hast und deine Wirtschaft wird schwächer, dann wird die Tragfähigkeit der Schulden eben immer schwächer. Und so sehen wir hier folgende Headlines. Jerome Powell wird möglicherweise eine weitere Anhebung der Zinsen nicht ausschließen und Evercore sagt also, das könnte jetzt wirklich die entscheidende Frage morgen bei der Pressekonferenz werden. Wenn da ein Journalist fragt, ja, würden Sie ausschließen, Herr Powell, dass Sie da die Zinsen anheben nochmal und er nicht ganz klar Nein sagte, dann könnte es richtig ungemütlich werden für die Märkte. Und dann heute Auftritt von Janet Yellen, die ist wieder einmal concerned für die Aktienmärkte, also besorgt. Für die Aktienmärkte war das meistens ein guter Moment, wenn Frau Yellen sich besorgt zeigte. Jetzt hat sie heute gesagt, ich bin besorgt über das US-Defizit. Und ja, vielleicht war es nicht so eine gute Idee, sozusagen in der besten aller Welten sich so massiv zu verschulden. Und eben jene Janet Yellen, die gestern nochmal gesagt hat oder verkündet hat, dass man leider doch etwas mehr Kredit aufnehmen muss, noch im zweiten Quartal. Also jene Dame, die letztendlich die Gelder eintreibt an den Anleihemärkten, die sorgt sich jetzt über die Verschuldung. Und diese Verschuldung wird immer teurer. Man müsse signifikante Schritte machen, um das Budgetdefizit zu verringern. Aber welche Schritte sollen das sein? Wenn Biden die Wahl gewinnen sollte, dann ist unwahrscheinlich, dass er eben hier ein Reversal macht, dass plötzlich die Ausgaben nicht mehr so sprudeln wie bisher. Gleichzeitig, wenn Trump gewinnt, dann will der die Steuern senken und dürfte mit Blick auf seine erste Amtszeit auch in der Ausgabenpolitik kein Waisenknabe sein. Und die Folge ist, dass eben die Zinslast immer drückender wird, über 1 Billion in einem Jahr. Eigentlich, das weiß Janet Yellen, wie Sven Hendrik hier sagt, das weiß auch die Fed, eigentlich müsste man die Zinsen senken. Aber wie willst du sie denn senken in diesem Umfeld mit steigendem Preisdruck? Und während die Wirtschaft schwächer wird, hier sichtbar im City Economic Surprise Index, nimmt die Erwartung sinkender Zinsen immer weiter ab, weil wir praktisch eine Stagflation haben. Wir haben eine höhere Inflation als eine Wirtschaftsleistung. Und das ist natürlich Gift für die Märkte, ist Gift vor allem für die Fed. Und Auftrieb hat dieses ungute Szenario bekommen durch Konjunkturdaten aus den USA heute 14:30, die normalerweise wenig Beachtung finden, heute aber schon, denn es waren die Löhne, die hier im Blickpunkt standen, und zwar die Löhne jetzt im ersten Quartal, und die sind 1,2% gestiegen. Im Vorquartal waren sie noch 0,9% gestiegen. Die Erwartung lag eigentlich bei einem Anstieg von 1,0%. Es waren aber 1,2%. Und das sagt Rob Sokin von der Citi. Das ist ein Bad Dream für die Fed. Also ein schlechter Traum für die Fed, denn dieser Lohndruck, der ja wiederum eine Folge ist des Inflationsdrucks, die Leute wollen Kompensation haben für die gestiegenen Lebenshaltungskosten, müssen Kompensation haben, also mussten die Löhne erhöht werden durch die Unternehmen, ob sie wollten oder nicht. Das wiederum verstärkt den Kostendruck für die Unternehmen, das wiederum verstärkt die Neigung, diesen gestiegenen Kostendruck an die Konsumenten weiterzugeben. Aber wenn diese Konsumenten schwächer würden, weil die Wirtschaft schwächer wird, dann hast du ein Problem.
Problem, diese Kosten auch weiterzugeben. Dann frisst sich das vielleicht, wenn du das nicht kannst, in deine Marge, weil du die Preise nicht anheben kannst, aber deine Kosten gleichzeitig steigen. Und das hat nämlich diese gestiegenen Löhne, die also deutlich stärker gestiegen waren als erwartet. Das war höher als der höchste Forecast, eine Zweier-Standardabweichung über der Erwartung. Das hat zunächst mal für schlechte Laune an den Aktienmärkten gesehen. Auf Future-Basis oben sehen Sie mal die verschiedenen US-Futures, also Dow Jones Future, Nasdaq Future, S&P Future, wie sie alle heißen. Die sind dann erstmal ein bisschen in die Knie gegangen, konnten sich später erholen. Aber jetzt sehen wir aktuell, kann sich jederzeit natürlich ändern, wieder Druck in der Pipeline, also Druck auf die Aktienmärkte. Und was ist da eigentlich passiert, wenn wir uns diese Daten mal anschauen, nämlich zu den Löhnen? Dann sehen wir in der Privatwirtschaft, ist der Preisdruck oder ist der Lohndruck relativ wenig ausgeprägt. Es sind vor allem die Regierungslöhne, respektive die Löhne von Staatsangestellten, die hier sehr deutlich steigen. Einerseits und auf der anderen Seite steigen die Löhne eben bei jenen, die gewerkschaftlich organisiert sind. Und wir wissen ja, die Gewerkschaften, gerade im Autobereich, haben hohe Forderungen gestellt, die zum Teil erfüllt wurden. Und es gibt ja auch in den USA jetzt einen Trend, wieder in Richtung Gewerkschaftsmitglied zu sein, wenn du Arbeitnehmer bist, denn das rechnet sich, das werden die Leute auch mitbekommen. Mensch, diejenigen, die da gewerkschaftlich organisiert sind, die sind viel besser dran als diejenigen, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Hier sehen wir also Union Workers mit deutlichen Lohnanstiegen, und all das hat dazu geführt, dass heute die Zinssenkungserwartungen weiter gefallen sind. Hier sehen wir mal den September, also die Sitzung 18. September, wir haben ja morgen die FED-Sitzung für den Mai, dann haben wir im Juni nochmal eine, im Juli nochmal eine, und dann kommt diese Sitzung, die ja schon 6 Wochen vor der US-Wahl ist, am 18. September, und wir sehen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen unverändert bleiben, sind jetzt erstmals höher, als dass im September bereits eine erste Zinssenkung erfolgen könnte. Und so sagt der JP Morgan, also wir sind besorgt, dass sich diese Korrektur auch an den Aktienmärkten, denn das wäre ja für die Aktienmärkte ungut, denn das ist ja alles andere als eingepreist, dass also die Zinsen nicht sinken, weil die Inflation hoch bleibt und möglicherweise die Wirtschaft deutlich schwächer wird. Das könnte eine Korrektur an den Aktienmärkten nach sich ziehen, zumal eben wir eine starke Konzentration in wenigen Aktien haben, eben diese großen Tech-Aktien, und das ganze Goldilocks-Szenario, das man sich erträumt hat, in sich zusammenfällt. Und Paul wird auf jeden Fall sagen, dass er natürlich nicht das Vertrauen hat, dass die Inflation jetzt aktuell auf dem Weg zu 2% sein könnte. Also das wird für den Jeromy morgen ein sehr, sehr schwieriger Auftritt. So viel scheint schon klar, zumal wir sehen, dass der Preisdruck etwa auch bei den Vermögenspreisen, also bei Immobilien, weiter zunimmt. Wir hatten heute den Case-Shiller-Index aus den 20 größten Städten der USA, 7,29% gestiegen, statt erwartet 6,7%. Wir sehen also, dass trotz gestiegener Zinsen die Preise für Immobilien weiter steigen. Und das gilt für jede einzelne Stadt in den USA. Es gab keine einzige Stadt im Prinzip, die jetzt hier negativ war. Und all das ist natürlich auch noch eine Folge von Liquidität im System. Hier mal eben die Fed Reserves gegen den Case-Shiller, also praktisch die Bankenliquidität, hier verglichen mit dem Case-Shiller-Hauspreisindex. Und hier, während also die Preise weiter steigen, die Hauspreise, nimmt die Leistbarkeit für Immobilien weiter ab. Das heißt, immer weniger Menschen können sich in den USA eine Immobilie leisten. Und das ist ein Drama für eine ganze Generation. Die Jungen, die jetzt versuchen, eine Familie zu gründen, das wird sehr, sehr schwierig angesichts dieser gestiegenen Preise. Aber es gab noch ein paar andere Schocker-Nachrichten, zum Beispiel Chicago PMI, also Einkaufsmanager-Index Chicago, 37,9, alles unter 50 ist Schrumpfung. Und das Einzige, was gestiegen ist, wenn Sie hier rechts mal gucken, sind die Prices Paid, also die gezahlten Preise. Die sind expandiert, die Auftragseingänge, Employment, Production, alles rückläufig, nur die Preise steigen. Das ist jetzt gleichzeitig beim Chicago PMI der größte Rückgang seit Lehman.
Also all das schreit Stagflation, also abkühlende, stagnierende, vielleicht sogar rezessive Wirtschaft bei gleichzeitig bestehendem Preisdruck. Und dann noch eine schlechte Nachricht, sorry, wenn ich heute nur solche Nachrichten verkünden muss, aber ich kann es mir ja nicht aussuchen, meine Damen und Herren. Wir hatten das Verbrauchervertrauen Conference Board, das um 16 Uhr veröffentlicht wurde. Das war der schwächste Wert seit Juli 2022 mit einem Rückgang auf 97, erwartet eigentlich 104. Und vor allem die Expectations sind abgestürzt, also die Erwartungen auf 66,4 von erwartet 74,0 oder vormals 74,0 Vormonatswert. Und wenn man sich die Begründung durchliest hier vom Conference Board, was da passiert ist, Consumers became less positive about the current labor market situation. Also man merkt, dass der Arbeitsmarkt irgendwie sich abkühlt. More concerned about future business conditions. Also das wirtschaftliche Umfeld verschlechtert sich. Job availability and income, also Einkommen, Verfügbarkeit von Jobs etc. Das ist wirklich erstaunlich. Wir sehen hier vor allem diesen Einbruch hier auf ein 11-Jahres-Tief bei den Erwartungen. Also die Leute werden immer pessimistischer, weil sie ziemlich nah an der Situation sind und eben nicht sich blenden lassen, vielleicht von schönen Regierungsstatistiken. Denn wir sehen einige Situationen, dazu gleich mehr, die nämlich zeigt, dass es hier ziemlich dicke Widersprüche bei den Daten gibt. Aber ich habe noch eine schlechte Nachricht, meine Damen und Herren. Gell, heute übertreibe ich es ein bisschen. Dabei scheint doch die Sonne und der Frühling ist da, nicht wahr? Aber ein bisschen müssen wir noch machen, meine Damen und Herren, dann entlasse ich Sie in diesen baldigen Feiertag. Wir hatten heute Dallas Fed Service Survey, also praktisch die Stimmung der Dienstleister im Texas, in der Region Dallas. On the verge of panic, also da gibt es manche, die schon Panik bekommen, gerade im Immobiliensektor. Das ist schlimmer als in der großen Rezession oder während der Corona, sagen hier einige Befragte. Da waren teilweise wirklich Kommentare dabei, die sagen, also das ist eine Situation, wie wir sie noch nie erlebt haben. Die Nachfrage lässt nach. Gleichzeitig ist der Preisdruck sehr, sehr hoch und wir sehen, wir haben jetzt die längste Strecke jetzt seit Lehman, dass dieser Index im Negativen ist. Und jetzt zu dem, was ich vorhin angedeutet habe. Wir sehen ja einen Widerspruch. Die harten Daten, das sind zum Beispiel US-Arbeitsmarktdaten, die ja am Freitag kommen, die scheinen nach wie vor okay zu sein. Es sind die Stimmungsdaten, die Soft-Daten, also Verbraucherstimmung, all diese Dinge, die deutlich nach unten kippen. Wie kann diese Differenz erklärt werden? Nun zum Beispiel bei den Arbeitsmarktdaten, die neuen Stellen werden zumeist, das haben die Datenanalysen gezeigt, von Migranten besetzt, also von Leuten, die erst vor kurzem zum Beispiel über die mexikanische Grenze gekommen sind, dann Billigjobs annehmen, schlecht bezahlte Nebenjobs annehmen, zählt aber als ein Job, sieht in der Statistik toll aus, so und so viele neue Stellen sind geschaffen worden, aber für den Durchschnittsamerikaner ist dieses Wirtschaftswunder am Arbeitsmarkt nicht greifbar. Im Gegenteil, wir haben ja vorhin gesehen, dass die Leute hier deutlich pessimistischer werden. Und das müssen vielleicht auch die Aktienmärkte jetzt so langsam realisieren. Wir dürften mit aller Wahrscheinlichkeit nach den bisher schwächsten Monaten diesen Jahres haben. Wir sehen alle Indizes im Minus, wir sehen den VIX im Plus. Das Minus, wie gesagt, hat sich in den letzten Minuten noch ein bisschen verschärft. Keine Ahnung, wenn Sie das Video sehen, kann das schon wieder alles anders sein. Gold fällt, Bitcoin fällt, also ziemlich alles fällt. Das vor den Zahlen vor allem von Amazon, AMD und Supermicro. Computer, die sehr wichtig werden, natürlich vieles wieder ändern können, die Stimmung wieder aufhellen können, gar keine Frage. Und Stimmungsaufhellung braucht scheinbar auch Elon Musk, der dünnt nämlich das Tesla-Management weiter aus, wurden ja schon 10.000 Leute oder 10.000 Kündigungen sind schon sicher. Jetzt kommen nochmal 500 dazu, denn hier wird es offenkundig in den Bereichen, die eigentlich wichtig sind für Tesla, nämlich zum Beispiel Supercharger, da werden die entsprechenden Manager entlassen und das ganze Team noch gleich mit. Das ist wirklich ein ziemlicher Hammer, der da passiert. Das heißt, wir müssen bei den Kosten absolut hart sein, hat Elon Musk gesagt. Also es scheint dieser Firma so gut zu gehen, dass die also immer mehr Leute rausschmeißt. Angesichts der Rallye, die wir jetzt kürzlich gesehen haben, zeigt das doch ein bisschen die Realität. Und wie dieser Twitter-Account hier sagt, nennt mich verrückt, aber ich glaube, es ist Zeit, hier wieder auszusteigen. Bei Tesla, wir sehen heute etwa 5% die Aktie im Minus, ist jetzt an ein wichtiges, an eine Abwärtstrendkanalie, Abwärtstrendkanal, da ist sie angestoßen und erstmal davon abgeprallt. Fundamental ist dieser Wert verloren.
kann sein, dass der Elono es noch schafft, diesen Wert weiter nach oben zu prügeln. Aber es wird immer schwieriger, weil eben dieser Markt für Elektrofahrzeuge immer schwieriger wird. Überkapazitäten, die Chinesen kommen rein, werden die Preise massiv drücken etc. Und apropos Preise, hier sehen wir mal das Open Interest hier bei Optionen auf den S&P 500. Und da haben wir gesehen, 5100, ein wichtiges Niveau. Und als wir da durchgingen, dann ist es ein bisschen schnell gegangen. Dann mussten offenkundig die Optionsverkäufer, also die Dealer, die Optionen an die Leute verkaufen, mussten sich absichern, haben das Underlying verkauft, zum Beispiel den S&P Future verkauft. Daher der Druck auch hier an den Märkten. Aber es gibt noch eine Chance für die Bullen, jetzt vor den Amazon-Zahlen, da sehen wir potenziell eine bullische Flagge, wie hier King of the Charts sagt. Das wäre natürlich nur dann der Fall, wenn Amazon überzeugt, wenn AMD überzeugt, Supermicro überzeugt, dass die Zahlen von Supermicro Computer und AMD werden großen Einfluss wahrscheinlich auf die Nvidia-Aktie haben. Abschließend noch nach China, auch da die Probleme da, obwohl wir jetzt bei dem Kaixin Einkaufsmanager Index heute Nacht gesehen haben, dass die Dinge sich da ein bisschen erholen. Aber solange die Immobilienpreise nicht wirklich sich erholen, wird sich auch die chinesische Wirtschaft nicht nachhaltig erholen. Wir sehen, dass dieser Preisverfall am Immobilienmarkt weitergeht, praktisch unverändert weitergeht. Jetzt wird Chinas Führung offenkundig mit weiteren Maßnahmen den Immobilienmarkt unterstützen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wahrscheinlich bestimmte Zinssätze auch senken. All das wird wohl Apple nicht helfen, die in China praktisch kein Land mehr sehen. Huawei oder wie man das immer spricht, meine Damen und Herren, die dagegen, die schießen durch die Decke, 564% Gewinnsteigerung, während Apple ja relativ deutlich abschmiert in China. Abschließend, meine Damen und Herren, Amazon-Quartalszahlen, eine Vorschau, was ist zu erwarten? Wir bei Finanzmarktwelt berichten ab 22 Uhr. Da also nochmal reinschauen, das wird nochmal ein richtiger Hingucker, erstens. Und zweitens, die Empfehlung Gold Rally im ersten Quartal. Was ist da eigentlich passiert? Warum ist Gold so stark gewesen? Wir wissen zumindest, wann gekauft wurde, nämlich OTC, also Over the Counter. Nicht klar ist, wer gekauft hat, aber dennoch hochinteressante Einblicke in diese Gold Rally, die vielleicht jetzt einen Rückschlag erleiden muss vor der morgigen Sitzung der FED. Wir werden bei Finanzmarktwelt morgen 20 Uhr dann die FED-Sitzung abbilden, ein Live-Feed der Pressekonferenz von Jerome Powell bringen etc. und das eine oder andere wahrscheinlich bei Finanzmarktwelt auch zur Darstellung bringen als Artikel. Also schauen Sie da auch morgen rein, heute 22 Uhr, Amazon-Zahlen. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderschönen Feiertag morgen und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Servus, ciao.